Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Fortnite, Folge Nummer 3. Ich habe es mir lange überlegt. Das Spiel macht richtig Bock. Ich werde es definitiv weiter aufnehmen jetzt. Ich denke auch, dass es eine lange Aufnahmefolge wird. Also eine lange Session generell mit vielen Folgen, so rum. Ja, wir haben in den letzten Folgen schon ein bisschen was gelernt und würde sagen, wir erkunden jetzt so weiter und dann schauen wir mal, wie das funktioniert, dass man Leute für sein Dorf gewinnen kann. Kampfsystem ist mittlerweile bekannt. Mein Schwert und alles ist gleich kaputt. Wir haben jetzt ein bisschen... da hinten ist ein Dorf. Wir müssen auf jeden Fall nochmal kurz zurück zur Base. Rüsten uns ordentlich aus und dann geht's da hinten in das Dorf. Ich muss kurz gucken, in welche Richtung ich muss. Genau. In die. Sehr schön. Gehen wir jetzt mal hin. Ah, jetzt zeigt es mir an. Perfekt. Wir nehmen unterwegs wieder ein Haufen Zeug mit. Brauchen wir eh alles. Wer weiß, was wir noch alles bauen müssen. Ein bisschen Holz brauchen wir bestimmt auch noch. Ich will dann in dem Dorfzentrum, was ich eben gebaut habe, möchte ich... Oh nein, 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 da habe ich jetzt keine Lust drauf. Mein Schwert ist nämlich auch nicht mehr das Beste. Ich glaube, da hinten sehe ich mein Häuschen schon. Perfekt. Wir ballern uns nochmal so ein Stück Fleisch rein. Sehr schön. Haben wir nämlich einen guten Buff. Zwei Herzchen mehr. So muss es sein. Also ich schätze mal, man muss erstmal ein Häuschen dort hinten hinbauen. An dieses Dorfzentrum, damit dort Leute einziehen können. Schätze ich. Ich probiere mein Glück. Ansonsten ja, müssen wir weiter prüfen, testen, machen, weiß der Geier. Oder weiß er... Nein, ich höre auf. Ich singe sehr gerne. Falls ich zwischendurch mal anfange zu singen, tut es mir furchtbar leid. Aber, ja... Komm her, wir folgen dem Ding jetzt. Ich will jetzt wissen, was das hier für ein... Ich will das jetzt wissen. Auch wenn es wahrscheinlich eine dumme Idee ist, aber... Wer weiß, wo mich das Ganze hinführt. Vielleicht finde ich auch was voll Geiles jetzt. Ist das dein Ernst? Das war einfach. Hallo? Das heißt nie Inventar voll. Irgendwas muss ich wegschmeißen. Himbeersamen habe ich genug. So, was habe ich jetzt gekriegt alles? Schneebeeren, Himbeeren, Dünger. Okay, den hatte ich ja schon. Pfeile. Ich könnte mir einen Bogen bauen. Oh, ich habe eine Armbrust gekriegt. Schubsaftbeer kann gegessen werden, heilt und senkt den Hunger. Die führen einen immer zu wichtigen Punkten. Okay, nice. Gucken wir da unten. Oh, wie schön. Okay, also wir bauen jetzt erstmal ein Häuschen und dann gehen wir mal. Nein, meine Waffen sind gleich kaputt. Ich muss weg. Das bringt nichts. Habe ich noch Platz für Holz? Habe ich schon. Ja, Holz habe ich schon hier im Inventar. Das heißt. So, was kostet denn dieses Häuschen? Gebäude, doppelte Hütte. Okay. Das Holz für den Blueprint habe ich schon mal. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt.
wo uns die Reise hier noch hinführt. Ich habe auch vor dieser Aufnahme hier mein Mikrofon nochmal umgestellt. Ich habe die... Hallo! Hi, howdy Partner, ich bin Heumichel. Nein, ich singe nicht. Gib einfach Bescheid, wenn du was brauchst. Wie schön, dich zu treffen. Da brat mir doch einen den Storch, ein neuer Freund. Puh, ich bin so müde, ich glaube, ich werde die Nacht in diesem Dorf verbringen. Mein Freund, dann kriegst du direkt von mir jetzt hier ein Häuschen. So, starte mit dem Bauen. Stufe 1 abgeschlossen. Also was brauche ich jetzt? Jetzt brauche ich noch einen Haufen Holz, glaube ich. Ich baue den jetzt ein Hütchen hier hin. Und dann schauen wir mal. Da hat sich ja das Problem mit den Mitbewohnern von alleine geklärt. Geil! Wie viel kann ich denn eigentlich als Stack aufnehmen? Werbepässig. Muss auf jeden Fall noch ein paar Kisten mehr bauen. Danke, 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 danke für das Holz. Oh, es fängt gerade zu regnen. Ja, ich baue dir dein Häuschen, keine Angst. Und dein Bett baue ich dir dann auch noch hier hin. Was kostet ein Bett? Möbel, Bett kostet 10. Okay, nee, erstes Haus. Oh, da hinten muss noch so ein Pfeiler hin. Okay. So. Nächste Stufe, bitte. Nochmal eine Ecke. Wo ist das? Hüttenecke. Noch irgendwo? Ah, bam. Es ist ein cooles System. Nächste Stufe bitte und nochmal. Und jetzt habe ich nicht mehr genug Holz, oder? Stufe 5 von 7. Was fehlt noch? Nochmal Holzteile. Na gut, ein bisschen Holz kann ich ja noch holen. Geht ja flott. Ich hole gleich ein bisschen mehr, da kann ich den nämlich auch gleich im Bett bauen. Ich denke, dann ist er sehr zufrieden. Und meine Axt ist... Okay, ich mach das Haus erstmal fertig. Lalalala, bam. Zack. Und eins. Und... Stufe 6. Was ist noch für eine Stufe? Noch ein Fürst. Okay. Ah, da drüben muss noch was hin. So, mein Freund, das ist dein Haus. Solltest du jemals neue Dorfbewohner für dein Dorf suchen, ich wäre interessiert. Ein Fleckchen nur für mich, das klingt nett. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. Wie soll ich in deinem Dorf bleiben, wenn es kein Bett... Ja, bringe das in Ordnung. Ich baue dir ein Bett. Krieg mal hin. Brauche aber schon mal wieder eine Axt. Dazu brauche ich noch mal ein bisschen Holz. Einmal Axt, bitte. Kann ich in irgendeiner Art und Weise... Achso, wenn die kaputt sind, sind sie kaputt, dann sind sie weg. Alles klar. Ich brauche noch 5 Holz. Wie viel Holz war das? Das sind ja diese komischen Zombies wieder. Hier ist kalt. Ja, ja, alles gut.
Wieder so ein Zombie. Sind das viele. Mein Freund, will ich dir mein Bett bauen? Okay, Möbel, Bett. So. Aha, wenn das nicht mehr. Was, wenn das nicht mehr? Immer schön, dich zu sehen. Danke. Wo viele Bäume sind, kannst du auch viel Holz zum Bauen sammeln. Wie kann ich dir zum Sieg verhelfen? Lebe in meinem Dorf. Es wäre schon nett, mal an einen Dorf zu. Hast du einen Schlafplatz für mich? Ja, sicher. Ich werde mein neues Bett suchen. Fühle dich wie zu Hause. Geil. Wenn ich jetzt da Kisten oder so reinbaue, ich ernte den Lohn für meine Arbeit. Es ist toll, dass ich in deinem Dorf bleiben darf. Wenn ich etwas beitragen kann, übernehme ich gerne Arbeit. Lass uns über Jobs reden. Klar, was kann ich machen? Gehen wir auf Erkundung. Der kommt dann also mit mir mit. Nice. Was ist, wenn ich jetzt ins Bett gehe? Schlafen wir dann und die Nacht ist vorbei? Oder? Ah, ist doch wohl nicht wahr. Hier ist kalt. Jo. Kann im Regen nicht benutzt werden. Kann ich das umsetzen oder so? Nee, kann ich nicht, gell? Ah, ist das ärgerlich. Kann ich das nochmal kaputt machen und neu bauen? Wie viel hält denn das aus? Oh, 15. Okay, wie viel Holz habe ich jetzt? 13. Was kostet ein Fundament? Einstiegsfundament 2. Ach, ernsthaft nicht. Nein, 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 nein. Ist richtig was los da. Aua. Alte Möhre. Jetzt habe ich mein Bett kaputt gemacht. Was ist los? Hast du Hunger? Ein Ärger. Was ist das? Die Nummer 5. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. So, ich baue mir jetzt so ganz schnell ein Bett hier rein. Weil Möbel, Bett... Danke. Dein Bett. Sehr schön. Und was passiert, wenn ich schlafe? Geht da die Zeit schneller? Haben wir irgendwo eine Zeitangabe? Nee, gell? Nee, haben wir nicht. Ein neuer Freund hat sich uns angeschlossen. Ich bin so aufgeregt. Auch ich auch. Vergiss nicht, mit dem Neuankömmling zu sprechen, falls du es noch nicht getan hast. Ich wette, sie würde eine Arbeitsstation im Dorf verwalten oder dich bei einem Abenteuer begleiten. Wir sollten unser Dorf so schön wie möglich für Besucher machen. Ich frage mich, ob wir irgendwas tun können, um eine Aufwertung an unserem Dorf durchzuführen.
gute Frage. Kann ich das an dem... Okay, das glitzert so komisch. Schalte 5 neue Belohnungen frei, die du bauen und mit denen du dekorieren kannst. Als Belohnung vergeben an das Dorf ein... Was? Als Belohnung vergeben an das erste Dorf in diesem Biom, das dieses Level erreicht hat. Okay. Wie kriege ich Level-Upgrades? Wieso gibt es hier so viele Level, Alter? Okay. Level 1 haben wir ja. Wie schalte ich das weiter frei? Okay, das werde ich schon noch rausfinden. Ah, Dorfaufwärts. Ah! Okay. Aufgaben für Dorfbewohner. Ah, Baumstammscheune. Yay! Dann holt er Holz wahrscheinlich. Das heißt, wir brauchen 15 mal Holz und 15 mal Granit. Okay, 15 mal Holz. Kein Eck. Vor allem brauchen wir auch unbedingt mehr Lagerkisten. Ist das jetzt hier runtergerollt? Nee. 15 mal Holz und 15 mal Granit. Was, 15 mal? Keine Ahnung. Ich nehme einfach alles mit, was ich kann. Ich habe ja noch eine Spitzhacke. Bitte nicht kaputt gehen. Bitte nicht kaputt gehen. Bitte nicht kaputt gehen. Bitte nicht kaputt gehen. Ey. Danke. 19 mal Granit. Ich glaube, das hat gereicht. Naja, machen wir hier das Bäumchen noch klein. Das gibt bestimmt ein bisschen mehr. Es ist optisch schon eine Wucht. Es ist optisch eine Wucht. Ich hab's gewusst. Kann ich damit machen? Auch null. Ah, ich brauche eine Axt. Okay, aber ich kann, glaube ich, aufwerten. Schauen wir mal. Dorf aufwerten. Erhöhe eine Dorfbewohner. Große Hütte. Und ich kann doch jetzt auch die... Warte mal. Möbel. Lager. Beleuchtung. Sitzgelegenheiten. Bett. Ist das dein Ernst? Gebäude. Große Hütte. Hütte mit Veranda. Doppelt... Baumstamm, Scheune. Was kann ich damit tun? Dann geht hundertprozentig mein Kollege Kann ich dir jetzt fragen, ob der Holz sammeln geht? Fortfahren. Okay, lass uns über einen Job reden. Hilf dem Dorf. Ressourcenjobs. Bearbeite Holz. Fortfahren. Stell mir ein Sägewerk zur Verfügung. Ich werde für das Schneiden noch ungefähr einen Tag brauchen, bevor ich da... Was kommt denn als nächstes? Neuer Dorfbewohner-Slot, Palisadentor, Blockhütte, Küchenmöbel. Alter, geil. Planken und Granit ist eigentlich auch kein Act. Eigentlich nicht. Oh, Alter, wie cool ist das Spiel, bitte? Ich brauche eine Axt und Kisten. Habe ich noch Holz? 3. Was hat die Axt gekostet? Waldaxt? 5. Ich brauche nur 2 Stöcker, die hier irgendwo rumliegen. Wir haben ja wohl. Als allererstes bauen wir eine neue Axt und eine neue Spitzhacke. Und dann gönnen wir uns noch 2, 3, 4, 5, 6 Kisten mehr. Ja, ich denke schon. Der macht ja wirklich hier irgendwas. Wie cool. Oh, Alter. So, Axt ist ganz. Jetzt müssen wir die Spitzhacke noch kurz zerstören.
Danke. Machen wir die andere Spitzhacke auch noch kurz kaputt. So, damit wir eine neue bauen können. Wir brauchen dazu noch etwas Wood. Guck mal hier. Hier liegt alles rum. Ab und zu mal aufs Essen gucken. 3, 4. Ach, wir nehmen einfach alles. So. Ja, hier ist ja einiges an Steinen. Das ist gut. Okay, wir bauen jetzt noch die Spitzhacke. Dann gibt es noch Kisten. Ich bin echt... Oh, komm her. Positiv überrascht. Überrascht. So. Danke, einmal. Aber wir können ja auch Waldaxt. Die ist robuster wahrscheinlich. Knochenwurzelstab. Aber woher kriege ich den? Mache ich jetzt noch 3 Holzstäbe und baue. Ne, wir bauen das schon mal ganz schnell noch eine normale und dann bauen wir die richtigen. Kann ich schon Kisten bauen? Möbel. Lager. Brauch 6-mal Planke. Was hab ich hier? Danke. Planke. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Danke. Das ist echt ein Traum. Kann ich am Grill noch irgendwas machen? Danke. Gegrilltes Fleisch. Okay, da brauche ich 2 Eier. Also Hühner füttern. Streicheln, nicht füttern. Cool. Ich habe 5 Stück. Ah, Inventar voll. Wie soll es auch anders sein? Habe ich davon irgendwas jetzt, was ich noch stacken kann? Ja, Knochen kann ich stacken. Die Wolle kann ich stacken. Seide kann ich. Stacken. Kann ich noch irgendwas stacken? Was ich erstmal nicht mehr brauche. Maiskorn. Jetzt habe ich Platz. Danke. Wir bauen jetzt noch eine Kiste hier daneben. So. Rein damit. Wir brauchen Platz. Weil der Onkel geht gleich auf Tour. Wir erkunden noch mal ein bisschen. Die eine Spitzhacke, die mache ich noch kaputt, Junge. Oh, und unser Schwert ist ja auch kaputt. Okay. Habe ich nicht auch eine Armbrust bekommen? Ja, habe ich. Muss ich die draufziehen? Nee, muss ich nicht. Seil hier rein. Rein da, obwohl den Kürbis kann man mitnehmen zum Futtern. Das kann man mitnehmen zum Essen, das kann man mitnehmen zum Essen, das nehmen wir mit zum Essen, das kann da rein. Okay. Ist der Stein nachgespawnt? Haben wir den vorhin auch schon kaputt gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Okay, dadurch geht nichts kaputt. Danke. Das war der Plan. Ich bin aber schon fast dafür. Wie viel Holz habe ich? 5. Ist das schon wieder jemand Neues?
Es ist immer schön, ein freundliches Gesicht zu sehen. Ich bin Farbenbomber und du machst meine Welt noch ein bisschen bunter. Danke. Wie schön, dich zu treffen. Ich bin froh, dass uns dieser Ort vereint hat. Ich bin schon seit Stunden auf Erkundungstour. Ich denke, ich übernachte heute in deinem Dorf. Ja, klasse. Aber da brauchst du ja, noch ein Bett, oder? Was kann ich denn für Licht? Lichterloh. Ist das eine Kerze, ja? Okay. Okay. Ich wollte noch ein Schwert bauen. Kann ich eigentlich schon ein besseres Schwert bauen? Nee. Ich brauche nur 5 Holzstäbe. 5! Okay. Also die Folgen gehen ganz schön schnell rum, muss ich sagen. Ich sehe gerade, wir sind schon wieder bei 26 Minuten. Aber egal. Ist ja nicht so, dass es langweilig ist. Also mir nicht. Wenn ihr Anregungen habt oder sonst irgendwas, wie ich vielleicht das Dorf schöner gestalten kann oder muss oder keine Ahnung, oder ob ich irgendeinen Mist baue, wie gesagt, schreibt es mir in die Kommentare rein. Und ja, über ein Abo auf meinem Kanal würde ich mich auch freuen. Und ein Like für das Video, weil es kostet euch nichts. Und wie gesagt, mir hilft es sehr, 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 sehr. Ich bin übrigens auch auf Twitch zu finden. Auch unter dem Namen Natter2402. Ich werde meinen Twitch-Kanal einfach unter dem Video verlinken. Dann könnt ihr da auch mal vorbeischauen. Ja, und dann gucken wir, was wird. Okay, ja. Ich kann mir jetzt so mein Schwert wieder bauen. Oder auch nicht, weil ich mir die Teile noch nicht genommen habe. Dankeschön. Okay. Kurzschwert. Was kostet ein Pfeil? Holz und Federn. Okay, alles klar. Ich glaube, in die Richtung hier hinten wollten wir nochmal, weil diese Plantage dort war. Und ich wollte mal gucken, was es da gibt. Oder wollen die unbedingt jetzt noch ein Bett haben? Ja. Leben in meinem... Ah, okay. Alles klar, dazu brauche ich das Bett. Komm, wir laden die jetzt noch hier ins Dorf ein. Bauen da jetzt noch ein Bett dahin. Ich hoffe, die will nicht noch ein extra Haus haben. Wie viel Holz brauchen wir? Ich glaube 10, ne? Wundert euch nicht, wenn ich hier alles quer durch den Gemüsegarten baue, mache etc. probiere, weil ich habe kein Skript oder sowas für das YouTube-Projekt jetzt. Ich will das einfach mal Schnauze machen. Es macht einfach so am meisten Spaß. So ist das Ganze ungezwungen. Und ja. Danke. Spawnt das Zeug in der Kiste eigentlich neu? Nö. Macht's nicht. Okay, ich baue dir jetzt noch ein Bett, da kannst du bei mir im Dorf wohnen. Und dann baue ich dann noch Arbeitsstationen für die dahin. Dann können die nämlich anfangen und können für mich arbeiten. Okay. Möbel, schlafen, bäm. Ich hoffe, die möchte auch hier drüben... Komm, du gehst auf die andere Seite vom Häuschen. Danke. So, Uschi, du hast jetzt ein Bett. Zack. Ja, lebe in meinem Dorf. Ein Fäckchen nur für mich, das klingt nett. Aber dein Dorf erfüllt meine Anforderungen nicht. An einem neuen Ort zu ziehen, klingt nach Spaß, aber dein Dorf ist zu bevölkert. Wenn du das Dorflevel steigerst, könnte ich es mir anders überlegen. Ach Mensch. Granit und Planken. Ach, wisst ihr was? Wir machen das die Folge jetzt noch. Wir steigern jetzt das Dorflevel noch und dann... Sprint nicht möglich. Ob Sprint möglich ist. Danke, 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 danke.
Achso, Granit wollt ihr ja noch. Und 10 Holzplanken machen wir dann einfach noch. Haben wir schon 15. Okay, perfekt. Wie viel Granit war es? Ich nehme mal lieber noch vorsichtshalber ein bisschen was mit. Hier waren ja ein Haufen Steine, glaube ich. Los. Ab hier noch. Danke. Ach, haben die mich wirklich gecheckt? Darf doch nicht wahr sein. Hab doch geblockt. Ich glaube, es geht los. So. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Alter, wie viel sind denn das? Das ist ja eine Ruhe. Nice. Was ist denn los? Hat die Hunger oder was? Ich mach die jetzt erstmal ganz schnell. Die Aufwertung und dann geht's scharf. Holzplanken waren es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ach, da überziehen wir jetzt in der Folge auch ein kleines bisschen. Ist nicht schlimm. Oh, die kommen aus dem Boden rausgespawnt, sehe ich gerade. Krass. Nice. Okay, das gefällt mir. Und die Pfeile kosten nicht viel. Ja, mal kurz gucken, was haben die Pfeile gekostet? 5-mal Holz und 1-mal Feder. Habe ich Federn? Dann will ich mal gleich 8 Pfeile craften. Nice. Sehr schön. Dann habe ich nämlich 11 Stück. Na, wie gesagt, wir überziehen jetzt ganz kurz, damit wir hier das Dorf noch aufleveln können. Und dann kann die noch hier bei uns pennen. Und dann geht es in der nächsten Folge weiter. Der schießt nicht bis dahin, oder? Nee, das glaube ich nicht. Oh! Krass! Geil! Was? Auftrag abgeschlossen. Nice. Neue Rücklagen-Accessoire. Sagt mir gar nichts, ist mir aber auch relativ. Ups, ich rüste. Ich level mal ganz schnell das Dorf noch auf. Danke, danke. Erhöhe deine Dorfbewertung, indem du dein Dorf aufbaust. Ach so. Für die Herstellung von Baumaterialien und Waffen aus Holz geschnitzt. Habe ich nicht Planken gemacht? Oh. Okay, Freunde der Sonne, Dorfaufwertung erst in der nächsten Folge. In diesem Sinne, habt einen schönen Abend, Mittag und Morgen, wann auch immer ihr das schaut. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da, würde mich sehr freuen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen.